Weltgereiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo miteinander. Ich hab vom Falco einige Bauteile und Sachen gekriegt, hier alte Wechselrichter und Zeug, die ich zerlegt habe, wo noch viele Bauteile drauf sind. Und ich brauche ein paar Dioden. Die Doppeldioden aus Netzteilen bevorzugt, hier aus solchen. Ja, da habe ich mir überlegt, bevor ich jetzt hier wieder stundenlang das Zeug einzeln ablöte, tue ich das jetzt hier irgendwie hier drauf und gehe mit dem Brenner das versuchen, alles abzulöten. Ob das geht? Naja, werden wir sehen. Ne? Ich bereite das hier mal alles vor und dann gucken wir mal. Also mal abgesehen davon, dass es eine übelste Sauerei ist. Naja, es funktioniert schon. Aber puh, das stinkt und die Teile gehen raus, schon raus, wenn man so rausklappt. Aber so richtig schön ist jetzt auch was anderes, ne? Ich meine, gut, die Kühlkörper sind nicht noch. Na ja, guck mal, die Dioden sind auch angegurgelt, also so richtig geil ist es nicht. Aber die gehen ja. Guck mal, da ist so heiß geworden, da glänzt. Kondis habt ihr gehört, da haben auch ein paar geteilt. Travo angegurgelt, also ich würde das jetzt hier mal nicht so unbedingt weiterempfehlen. Das ist ein bisschen scheiße. Pass auf, ich probiere es mal noch mit einem Heißluftföhn. Vielleicht geht es da ja besser. Mal gucken. Ich versuche jetzt mal die Kabel hier noch abzukriegen. Und dann probieren wir die nächste Platine mit dem Ding mal. Mal gucken, wie das geht. Okay, das funktioniert. Das ist schon mal gut und es brennt auch nicht an. Thank you.
Also das funktioniert ganz gut. Die Platine sieht noch halbwegs okay aus. Und so sehen die Bauteile aus. Top. Ich habe jetzt natürlich noch hier die alten mit drin. Die verbrannten von vorhin. Aber die hier von jetzt sind gut. Sogar die Wärmepads sind noch gut. Und ich brauche ja im Endeffekt nur die Spulen hier. Die Transistoren mit Kühlkörper. Ja, halt wie gesagt, die ganzen Spulenkörper, wobei hier jetzt wahrscheinlich der Lack schon beschädigt ist. Das war von dem ausgebrannten. Und das ist, guck mal, hier ist sogar noch das Lötzinn drauf. Also ich denke, die ist noch gut. Ich müsste hier mal was reinlegen, das ein bisschen sanfter fällt, aber ich denke, ich werde das mit dem Föhn machen. Das ist ja die abgebrannte. Die lassen wir auch, die Kondis, die nehme ich nicht, weil das sind ja höchstwahrscheinlich auch nicht mehr so schön, ne? Gut, funktioniert aber. Ich werde jetzt die haue ich weg hier, die im Feuer waren. Scheiß drauf. Und dann mache ich mich mal an die anderen Platinen ran. Ne? Hol mir mal eine andere Kiste. Das ist ja nicht so giftig hier, da brennt doch nicht alles und so. Das, ja, ich würde sagen, gute Sache. Also mit den Lötkolben brauche ich wesentlich länger. Ich baue das jetzt nochmal auf und wir machen das nochmal. Ui, guck mal, hier ist noch ein bisschen Plastik verbrannt. Wir machen das nochmal in Echtzeit, wenn ich nur die paar Sachen, die ich brauche, ich glaube, da kommen wir gut weg. So, ich habe meine neue Kiste geholt. Die ist noch gut warm. Und hier können wir die guten Teile reintun. Das Ding werde ich auch weg, weil da auch angekurbelt ist. Na, hier ist jetzt Lötzinn drüber, das ist auch scheiße. Ja, ich denke, die kann ich aufheben. So, hier habe ich schon das nächste. Und mal gucken, ob das so geht. Also ich werde jetzt nur die Spulen runterholen und die, gut, hier sind jetzt drei Kühlkörper und versuchen die Kabel, ob das halbwegs gut geht. Ah, hier ist noch eine Schraube. Scheiße, ich muss das abschneiden. Dann nehmen wir das, die zwei Kühlkörper. Ja, und die Ringkerne halten und das Kabel. Ich mache das jetzt dass der eine erstmal frei liegt und dann machen wir den zuerst. Thank you.
Ja. Naja, sieht nicht so toll aus. Die hier dauert zu lange, würde ich sagen. Die schneide ich dann einfach mit dem Bolzenschneider ab, die Kabel. Und die Kondis, das kannst du so vergessen, die müsste ich dann mit der Hand auslöten. Das lohnt aber nicht. Aber das funktioniert. Die Dioden und die MOSFETs, Transistoren, die Spulen, das kriege ich alles raus. Hier muss ich dann bloß mal gucken. Aber es sieht gut aus. Hier ist noch das Lötzinn dran. Handwarm. Es geht. Vielleicht gehen die noch. Ne? Na gut, ich habe noch ein paar Platinen vor mir. Ja. Wollte ich euch mal dran teilhaben lassen. Tschüss. So, ein paar Stunden später. Scheiße, ihr seht jetzt nichts mehr. Hier liegt der ganze Platinenhaufen. Habe ich jetzt eine Kiste voll mit Bauteilen.